Wenn ich mich bedenke, wie meine Knie aussehen, wie ich mich mit Fahrrad auf die Nase gelegt habe, mit kurzer Hose, das tat so weh. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, man sieht es wohl an den Straßen unter Beschilderung. Bin wieder in den Niederlanden unterwegs. Ja, anderer Tag, gleiches Land, aber andere Strecke. Ja, und heute wollte ich auch mal meine Meinung zum Thema Schutzkleidung kundtun. Ja, ich persönlich finde Schutzkleidung wirklich wichtig. Ja, was trage ich jetzt aktuell für Schutzkleidung? Wie man sieht, ich trage meine Lederjacke plus meine Handschuhe. Und wenn ich mal hier so runter gucke, sieht man, dass ich eine Jeans trage. Aber es hat keine normale Jeans. Das sind, ist eine Aramid-Jeans. Die hat hier an den Knien Protektoren und an den Hüften auch. Und ist halt durch diese Aramid-Faser verstärkt, damit das sich nicht so stark durchscheuert. Weil, wenn man sich auf die Fresse legt, eine normale Jeans, die scheuert sich halt durch und diese nicht. Obwohl, nach dem Sturz kann man die meisten Aramid-Jeans zwar auch auf den Müll schmeißen, aber die sind nicht so teuer. Also macht das nichts. Zusätzlich habe ich auch noch einen Nierengurt. Und warum bremst du in der Kurve? Ich hasse das. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, ja, die sind halt nicht so teuer. Und außerdem finde ich persönlich, muss die Schutzkleidung auch so ein bisschen zum Motorrad passen. Da ich halt hier so ein klassisches Naked Bike fahre, habe ich mir auch meine Schutzkleidung demnach gekauft, weil ich das halt geil finde, so oldschool dann unterwegs zu sein. Am sichersten ist halt wirklich immer noch die komplette Einteiler oder Zweiteiler Lederkombi. Die hält sogar mehrere Stürze aus. Normalerweise im Alltag trage ich auch eine ganz normale Textilkombi. Zusätzlich noch mit so einer Leuchtweste. Sprich, wenn ich früh morgens unterwegs bin, um mich einfach noch mal ein bisschen sichtbarer zu machen. Goldwing-Umbau auf Schweig. Das ist ja mal was ganz anderes. Und halt vom Tragekomfort ist halt so eine Stoffkombi auch wesentlich angenehmer als so eine komplette Lederkombi. Schön langsam vorbei, dass die Pferde sich nicht erschrecken, wenn man den Motor hochdreht. Ich weiß ja nicht, wie die sind. Ja, wirklich, so für den Alltag und für die tägliche Fahrt zur Arbeit so eine Stoffgummi wirklich am angenehmsten. Kann man nämlich schnell anziehen, schnell ausziehen. Und morgens ist es halt noch ein bisschen kalt. Und die ist auch wesentlich wärmer als so eine Lederkombi, muss ich sagen. Allerdings muss ich sagen, wenn man auf einer Sportler sitzt, sollte man wirklich so eine Lederkombi tragen, weil das sieht einfach nur geil aus. Sonst so, Schutzkleidung. Ja, wenn man Enduro fährt, sollte, beziehungsweise so eine Supermoto, würde ich mir auch so diesen Style holen, weil das passt dann einfach auch. Und wie gesagt, ich habe mir auch wirklich meine Schutzkleidung gekauft, mit was ich für ein Motorrad fahre.
Ja, des Weiteren muss man auch hier bedenken, wenn man hier noch im Wachstum ist, lohnt es sich nicht, so eine teure Lederkombi zu holen. Weil hier so eine richtig gute Lederkombi, die kostet wirklich ein paar hundert Euro. Und wenn man noch im Wachstum ist und sprich die 125er Fahrer, die holen sich zum Beispiel so eine richtig schöne Dainese Lederkombi und in 2 Jahren passt das nicht mehr. Und die müssen sich, und man muss sich schon wieder so eine neue Kombi holen. Also das ist wirklich rausgeschmissenes Geld. Und ja, preislich her, eigentlich schützt jede Motorradkleidung. Nur wie gut die nach dem Sturz ist, das ist wieder eine andere Frage. Die günstigsten Textilkombis, die halten meistens nur einen Sturz aus. Danach kann man die auf den Müll schmeißen. Ja gut, finanziell ist das halt nicht so schlimm. Schmeißt man sie weg, holt sich neu, ist gut. Aber diese, natürlich gibt es auch günstige, komplette Lederkombis. Was die aushalten, weiß ich nicht, weil ich trage halt nur das hier und ich habe mich mir sowas noch nicht auf die Nase gelegt. Allerdings finde ich es wirklich wichtig, hier mit Schutzkleidung zu fahren, weil man weiß ja nie, was kommt. Und was ich auch noch tue, egal was ist, ich fahre immer mit Schutzkleidung. Sprich Stiefel, Hose, Jacke, Handschuhe. Da kann es nämlich draußen noch so warm sein. Ich habe immer Schutzkleidung an. Weil ich möchte nämlich nicht wissen, wie das ist, wenn man sich ein Motorrad auf die Nase legt. Und die Wunden. Wenn ich mich bedenke, wie meine Knie aussehen, wie ich mich mit Fahrrad auf die Nase gelegt habe. Mit kurzer Hose. Ah, das tat so weh. Vor allen Dingen auch teilweise immer die Hände. Ah. Also wirklich immer Schutzkleidung tragen. Also, dann verabschiede ich mich mal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich um einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dürft ihr mich auch gerne abonnieren. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, bitte rein mit in die Kommentare. Und dann sage ich mal, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!